Moin YouTube, wir schauen uns jetzt im Sabaton-Tag 4 ein lustiges YouTube-Video an. Ich liebe ja Kinder-Country und hier wird das größte Kinder-Country der Welt gebaut. Von Wansei. Ich hoffe, man spricht den Namen so richtig aus. Ich würde mal sagen, wir schnacken gar nicht so lange und schauen uns das Ganze mal an. Let's go. Hallo Leute, ich denke, viele von euch haben einen solchen Kinder-Country-Reel im Laden gesehen. Ich liebe Kinder-Country, Beweismittel A. Kuss geht raus an Eileen. So nämlich. Punkt 1. Weiter geht's. Lass uns ihn aufmachen. Wie war die Arbeit, Taptic? Du hast ja gestern geackert, oder? Oh, sieht das geil aus. Es sieht wie ein kleines Schokostück aus. Wir müssen ihn... Aber es ist viel mehr als das. Aufschneiden und ins Innere schauen. Also, außen Vollmilchschokolade, innen eine dicke weiße Füllung und knusprige Cerealien. Ich frag mich... Oh, ich hab so Bock, ey. Schmeckt. Ein cooler Riegel mit knusprigen Cerealien. Also, heute machen wir genau denselben Riegel, nur tausendmal größer. Los geht's! Wichtig ist, eine hochwertige Form herzustellen. Damit hilft uns mein Vater. Wir wickeln ein Stück Sperrholz in Backpapier ein und befestigen es mit Klebeband. Okay, also... Das Papier sollte gut geschmacken. Guten Morgen, Dobby, meine Liebe, wie geht's dir? ...sein, damit es keine Falten gibt. Der Boden ist fertig. Ah ja, mit Backpapier, ja klar. Jetzt brauchen wir einen Akkuschrauber und solche Ecken. Wir schrauben sie an das Holz. Okay, aber warum? Jetzt müssen wir das Sperrholz für die Wände mit einer Stichsäge abschneiden. Wir Was auch zum... Ein und legen es an den richtigen Platz. Aber warum? Ach so! Wir schneiden ein Stück Deckenleiste unter 45 Grad ab. Und die kommt in unsere Form. In der Mitte entlang der gesamten Form sollte eine Metallecke installiert sein. Wir müssen auch diese Ecken in kleine Stücke schneiden. Weil das da reinkommt. Ja. Ich hab kurz nicht verstanden, aber dann ist es die Schokofüllung, ne? Wir bauen unsere Form zusammen. Ah, und das für die Rippen. Das ist für die Rippen. Jetzt verstehe ich, okay. Jetzt nur noch mit Heizkleber alles befestigen, damit es später nicht wegrutscht. Jetzt ist die Form vollständig fertig. Wir brauchen jetzt Lebensmittel, die in Kinder-Country erhalten sind. So, Vollmilchschokolade. Wir haben 30 Kilo gekauft. Ach du Scheiße, 30 Kilo! 13 Kilo Zucker. Milchpulver. Wir haben 2 Säcke je 25 Kilo gekauft. Palmöl. 20 Kilo im Karton. Als Füllung sind dann noch knusprige Cerealien. Und zwar Puffweizen, Puffreis, Puffgerste und Puffbuchweizen. Puffbuchweizen konnten wir leider nirgendwo finden, deshalb machen wir es einfach selber aus gewöhnlichem Buchweizen. Das ist Was? Ganz einfach. 1 Kilo Buchweizen in den Topf. 2 Liter Wasser dazu. Und so lange kochen, bis das gesamte Wasser verdunstet. Fertig, vom Herd. Eine ganz kleine Menge, Yoshi, ganz kleine Menge. Und wir streuen es auf 4 Backbleche. Ah, das ist ja mein Frühstück. Gut verteilen, sodass die Schicht überall gleich dick ist. Fertig. Die Backbleche kommen in den Ofen. 50 Grad und Konvektionsmodus einstellen. 5 Stunden warten. Und wir können das Ganze rausholen. Der Buchweizen ist vollständig trocken gekocht. Nur noch die letzte Phase. Dazu brauchen wir eine Fritteuse. Das Öl sollte über 200 Grad heiß sein. Und jetzt kommt der Buchweizen hinein. Das Ganze fängt an zu platzen wie Popcorn. Bitte liken, falls ihr nicht wusstet, dass man Popcorn aus Buchweizen machen kann. Hä, warte mal, man kann Popcorn aus Buchweizen machen? Aber warum? Wir nehmen das Sieb und schütten das überflüssige Öl ab. Und die fertigen Buchweizen auf Papierhandtücher legen. Und wir wiederholen das Ganze mehrere Male. Alter, wäre mir aber auch ein bisschen stressig, ne? Jetzt haben wir alle Puffcerealien. Jetzt brauchen wir Butter rein, Fett. Wir haben einfach Butter genommen. Ist das so, Dobby? Krass, das wusste ich gar nicht. Euer Lecithin? Haben wir auch gekauft?
Und das letztes war. Wait, habt ihr das aus Russland importiert oder was? Sojalecithin? Haben wir auch. Ja, krass! Gibt's irgendwie nur aus Russland oder was? Gekauft. Und das letzte ist Vanillin. Wir nehmen natürliche Vanilleschoten. All diese Lebensmittel werden wir in Kinder-Country verwandeln. Zuerst die Schokolade an der Reihe. Wir öffnen eine Schachtel. Welcome back, Berry! Und legen 10 Kilo Vollmilchschokolade in den Gastrobehälter. Wir mischen sie von Zeit zu Zeit, bis sie vollständig flüssig ist. Fertig! Wir nehmen unsere Form und schmieren zuerst alle Fugen mit heißer Schokolade ein, damit dann der Großteil der Schokolade nicht herausfließt. Ich stell mir so vor, dass du vielleicht so einen Metallsplitter irgendwie noch im Essen hast, oder? Ich weiß auch nicht. Welcome back, Niki. Was hat der Arzt gesagt? Jetzt gießen wir die restliche Schokolade da rein. Und verteilen sie gleichmäßig in der Form. Sie ist fest. Jetzt legen wir in das Innere der Form noch ein paar Wände, die in Lebensmittelfolie eingewickelt sind. Sie verhindern, dass die weiße Füllung die Hauptwände erreicht und es wird noch Platz für die Schokolade geben. Wir befestigen das Ganze. Wir holen Palmöl aus der Box. Mit einer Machete schneiden wir dieses Brikett in zwei Hälften. Alter, wie stressig! Und oh mein legen Gott! Es in Töpfe aus. Jetzt die Butter aufmachen. Und die zwei Packungen in jeden Topf. Ey, was das aber auch kostet, ne? Nachdem ich erstmal bei der Blutabnahme im Hustenerfall des Todes bekommen habe und meine Lungen sind, bin ich auch diese Woche noch krankgeschrieben. Ach du Scheiße, dann weiterhin gute Besserung, Niki. Wir stellen es auf den Herd und lassen es schmelzen. Jetzt den Zucker öffnen. Und in die geschmolzene Butter reinlegen. Wenn man überlegt, wie viel Zucker das ist, dachten, ne? Der Zucker würde sich in der warmen Butter auflösen, aber das ist nicht passiert. Macht nichts. Wir nehmen zwei riesige Behälter, öffnen die Säcke mit Milchpulver. Die Milchpulver war auch aus Russland oder was? Ukraine, krass! Und legen je 25 Kilo in jeden Behälter. Ist das alles ganz hygienisch abgelaufen? Ja, oder? Jetzt brauchen wir Vanille. Wir nehmen die Schoten aus der Packung. Eileen, hat Homeoffice geklappt heute? Hochwertige Vanille sollte unbedingt ölig sein. Wir schneiden sie entlang und kratzen die Samen mit einem Messer ab. Dies ist der wertvollste und duftigste Teil. In eine Schale legen. Ey, das wusste ich gar nicht. Und wir holen die Samen weiter raus. Ach, er selber ist aus Russland. Warte, du kennst den? Ah, okay, Eileen, verstehe. Aber auch cool. Cool, dass es Homeoffice ist. Wir streuen sie gleichmäßig in die Behälter. Die Schalen nicht wegwerfen. Sie haben auch ein tolles Aroma. Deshalb legen wir sie in den Trockner. Wir stellen 70 Grad ein und schalten es ein. Wir trocknen die Schalen 5 Stunden lang. Wir schneiden sie in kürzere Stücke. Und schicken sie in eine Kaffeemühle. Hier werden sie zu Pulver. Fertig.
Wir verteilen auch das Vanillepulver. Palmöl mit Zucker dazu. Boah, wie der ganze Zucker da langsam reinfällt, ne? Moin Moin Tobi, was geht? Und jetzt müssen wir das Ganze mit einem riesigen Mixer mischen. Nice, Luke, das freut mich. Die Masse sieht Hüttenkäse sehr ähnlich aus. Wir mischen die zwei Behälter. Jetzt brauchen wir ein Melangeur. Anschalten. Was ist ein Melanteur? Das habe ich ja noch nie gehört. Nehmen wir das von der Masse in einen Topf und schütten sie ins Gerät. Jetzt brauchen wir Sojalecithin. Es hilft uns, die Lebensmittel auf molekularer Ebene zu mischen und macht das Ganze flüssiger. 30 Minuten später ist die Masse homogen. Das Gerät ausmachen und wir gießen den Inhalt in eine Form. Selbst mit Sojalecithin ist die Masse ziemlich dickflüssig. Ja, das ist ein Gefriemel. Das ist bestimmt mega, das Gefriemel da rauszuholen. Puffzerealien hinzufügen? Wir fangen mit Puffweizen an. Wir drücken es in die weiße Masse und mischen eine weitere Portion Füllung. Wer war das Model? Der Dunkelhäutige. Und damit das Ganze noch flüssiger wird, schmelzen wir etwas Palmöl und gießen es in den Melangeur. Wir haben vorhin erkennend das Model gesehen. Weitere 30 Minuten mischen. Und ab in die Form. Dieses Mal ist die Masse so, wie wir sie brauchen. Ah, okay. Etwas Puffbuchweizen hinzufügen. Das war das selbstgemachte, genau. Und vermischen es mit der Füllung. Jetzt zum dritten Mal die Füllung. Wir legen Puffreis dazu. Was los, Beri? Was los? Stimmt, Niki, das stimmt. Und vermischen das Ganze. Zur vierten Füllung fügen wir etwas Puffgerste hinzu. Aber ich dachte, die Füllungen werden immer gemixt, aber da hat ja jedes Feld eine eigene Füllung. Ja, das ist eklig. Aber ich glaube, so werden Süßigkeiten nun mal hergestellt. Moin Moin Supermeat, wie geht's dir? Wir füllen die Form weiterhin auf die gleiche Weise aus. Etwas warten, bis die weiße Masse fest wird. Wir entfernen die Klammern. Oh oh. Lösen die Schrauben. Aha. Und entfernen alle Wände. Oh oh. Wir haben eine gleichmäßige Füllung. Jetzt kommen nur die Außenwände dran. Ah, dass er den Abstand hat für die schwarze Schoki. Um das Ganze wieder zuzumachen. Echt? Pause? Wie lange musst du heute ackern, Marc? Und gut befestigen. Wir haben einen ebenen Hohlraum für die Schokoladenschicht. Es ist an der Zeit, die Vollmilchschokolade zu öffnen. Kurze Frage. Ich habe einen Kumpel bei dir, der auch über den Link bestellen wird bei Holy. Bis 14.30 Uhr. Geil! Gerne meinen Link und meinen Code nutzen. Wenn er bestellt hat, sagst du kurz Bescheid. Dann kriegst du Nuggets von mir. Mit Weißen mit den Nuggets kannst du VIP werden oder bei Giveaways oder whatever mitmachen. Einfach nur Bescheid sagen, wenn er bestellt hat. Dann schaue ich kurz bei den Mails. Wenn die E-Mail da ist, dann haue ich dir die Nuggets raus. Bist du einverstanden? Machen wir so, Marc. Handshake, let's go!
Na klar, mein Lieber, na klar. Dankeschön für deinen Support. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott, noch so viel Schokolade. Ey, das ist doch wirklich irre. Aber diesmal soll die Schokolade flüssiger sein. Deshalb fügen wir gleich etwas Öl hinzu. Namen brauche ich nicht, weil ich sehe keine Namen. Ich kriege immer nur eine E-Mail. Da steht nur drin, Community hat bestellt für Betrag X. Mehr sehe ich gar nicht. Aber alles gut, mein Lieber. Das Vermischen ist gut mit der Schokolade. Jetzt ist es sicher fertig. Wir nehmen etwas Schokolade. Wow. Und füllen die Wände des riesigen Kinder-Country-Riegels. Ey, es sieht aber schon ein bisschen lecker aus. Dev, machst du auch mal ein großes Essen? Ja, ich glaube, ich sollte mal ein kleines Essen machen. Was brauchst du? Eigentlich gar nichts. Nur mir Bescheid sagen, wer da bestellt hat. Wie lange dauert es normalerweise, bis die Bestellung ankommt? Das kommt auf das Land an, ne? Schweiz hat natürlich das Problem, dass ihr einen Zoll habt. Eine Zoll-Dings da Geschichte. Da muss es immer erst durch. Aber im Regelfall zwischen 24 und 48 Stunden in Deutschland zum Beispiel. Moin, moin, Jesus. Jay, wie geht's dir, Bro? Alles gut? Diese Schokolade reicht aus, um alle Wände zu füllen und sogar um eine dünne Bodenschicht zu füllen. Wir brauchen eine dickere Schicht, deshalb schmelzen wir noch mehr Schokolade. Hm. Was mit Amerika? Nach Amerika liefern die dich. Form? Und eben das Ganze mit einem breiten Spatel. Ja, fühle ich, Niki, fühle ich. Ist bei mir aber auch so. Aber den Kinder-Country-Riegel würde ich schon mal essen. Nur noch abwarten, bis die Schokolade fest ist. Fertig. Um die Riegel aus der Form zu holen, legen wir ein Stück Sperrholz und befestigen es mit den Ecken. Jetzt brauchen wir etwas Hohes. Ich hoffe auch, Beri. Kuss geht raus, Marc. Oha, guck mal, wir alle helfen müssen. Ja, okay, du hast recht. Wer hat vorhin geschrieben, das sind Russen? Das sind Safe-Russen, Bro. Also sowas von. So sieht mein Onkel aus. So, jetzt können wir sie abmontieren. Genau wie er. Ey, geil, Mittwoch in die USA. Wie lange, Jay? Und wohin genau? Boah, okay, das sieht schon sehr, sehr nice aus. Das sieht schon sehr, sehr nice aus. Als wir die Form auseinandergenommen haben, haben wir den Riegel etwas beschädigt. Deshalb müssen wir ihn mit heißer Schokolade reparieren. Einfach auf diese Stelle aufstreichen. Hey, welcome back, Sonnenschein. Jeder originale Kinder-Country-Würfel hat ein solches Ährchen. Um es nachzumachen, fertigen wir eine Schablone. Der meint es ja richtig ernst. Deine manuellen Stichsäge aus dünner Faserplatte aus. Nach 3 Stunden ist es fertig. Wir legen die Schablone an den Würfel und zeichnen das Muster zuerst von außen. Marc, wir sehen uns. Kuss geht raus. Junge, 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 der meint es ja richtig ernst, der Bruder. Und dann von innen ein. Fertig. Noch 9-mal wiederholen. Jetzt ist die 1000-mal vergrößerte Kopie von Kinder-Country fertig. Meiner Meinung nach sieht das fast identisch aus. Lass uns ein Stück abschneiden. Mit einer Säge. Mit einer Holzsäge. Und einer Machete. Ich lese gleich den Chat nochmal durch, Leute. Ich lese gleich nochmal. Hallo Leute, ich glaube, viele von euch haben so einen Kinder-Bueno-Riegel probiert. Lasst uns ihn erstmal aufmachen. Wir machen ihn genauso nach, nur viel größer. Wait, ist jetzt ein zweites Video jetzt plötzlich in dem Video? Aber da steht doch höchstes Kinder-Country der Welt. Warum macht er jetzt plötzlich was anderes? Der könnte doch 2 separate Videos dazu machen, oder? Ja, krass. Aber zuerst müssen wir ihn probieren. Ja, das Original schaut saftiger aus. Nashville, nice, Jesus. Geil, geil, geil. Ja, ich bin ein bisschen süchtig, Niki. Ich bin ein bisschen süchtig nach Kinder-Country.
Außen Schokolade. Aber nur ein bisschen. Dann eine Waffelschicht mit Nusspaste. Scam, Sonnenschein, Scam! Egal, ich glaube Kinderband, das da Bueno ist auch geil. Und die Creme, die auch einen Nussgeschmack hat. Die übrigens cremig bleibt, warum auch immer. Das erste, was wir brauchen, ist eine riesige Form. Dankeschön. Die macht mein Vater. Schade. Aus Zucker und Rohr. Mit einem Maßband messen wir eine. Ich dachte, es kommt ein Schnitzel zum Mittag. 20? Danke, Maus. Selbstgemachte Joghurt. Ich hab Joghurt bekommen. Ja, ja. Prima, das ist Scam hier. Das. Wir bohren Löcher. Ja, ich wollte ein Schnitzel zum Mittag. Ich habe zum Frühstück jetzt irgendwas bekommen. Das heißt, Mittag nichts gut. Ich hätte jetzt lieber eine Currywurst. Wir haben es 9 Uhr. Ich bin schon seit 3 Stunden wach. Egal. Wir sägen das Rohr mit einer Stichsäge ab. Dönerpizza? Was? Ich bin sehr neidisch. Ich bin sehr, sehr neidisch. Hm. Ja. Guten Morgen, Luca, was geht? Da ziehen wir einen solchen Strich. Seit 5, Beri, okay. Und ziehen es genau in 2 Hälften. Aus Holz machen wir einen Ständer. Dazu. Aus Holz machen wir einen Ständer. Durch dich bekommt man Hunger. Um Dönerpizza um 9 Uhr? Ey, Dunkelbund, ihr seid nun. Guten Morgen. Ja, also. Ich könnte auch nachts, ne? Als ich in Berlin gelebt habe und Mitternacht irgendwie raus bin und Hunger hatte, ich schwör's euch, ich habe mir einfach einen Döner geholt, ne? Ein Uhr nachts, scheißegal, oder? Sägen wir ein großes Brett in 2 Teile. Zeichnen den Außendurchmesser des Rohres ein und sägen es aus. Mit Schleifpapier etwas bearbeiten. Döner geht immer, fühle ich. Nachts warm essen, okay, aber 9 Uhr morgens? Voll, eine Pizza am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Einzelne Chat, wer Pizza am Morgen liebt. Wir brauchen 2 davon. Wahlweise warm oder kalt? Warm oder kalt? Und ziehen alles mit. Voller 1, 1, 1, 1, 1, okay. Ja, so nämlich. Wir brauchen nur noch 2 große Halbkreise und 3 etwas kleinere. Aber die sollten doppelt so breit sein. Wir stellen die Hälfte des Rohres auf den Ständer. Prima, so stelle ich mir übrigens Wofka vor. Genau so stelle ich mir Wofka vor. Ja, etwas Kleber auf den großen Halbkreis. Kurze Frage, wir haben den Server umgezogen, Luca. Lass dir mal kurz die IP von Beagle. Ich weiß nicht, warte mal. Ich habe die IP gerade nicht parat. Da ist er. Es ist alles umgezogen. Der Server ist 10.000 Mal besser. Ach, du hast die IP schon? Okay, ja gut, dann. Das Einzige, was nicht übernommen wurde, waren die Wegpunkte. Also der Nebel der Map. Aber das ist nicht schlimm, das kann man ja schnell wiederholen. Habe ich schon. Oh gut, aber das Zeug, das man anhatte, ist weg? Nee, no, eigentlich nicht. Eigentlich hatte man alles. Also bei jedem, von dem wir jetzt gehört haben, haben die alle ihr Stuff bekommen. Er kann auch alles, er liest sich auch alles durch und macht, selbst würde er es auch machen, Fingerfertigkeit hat er. Siehst du, prima, sag ich doch. Nur die Map muss neu aufgedeckt werden, genau. Kommt ins Rohr. Auch diese Geduld, ich hätte sie gar nicht, prima. Ich hätte einfach Hunger. Zusätzlich auch mit Schrauben befestigen. Wir installieren die restlichen Teile. Heute Abend ist Fuchse wieder da, da werden wir ein paar Einstellungen am Server ändern. Und die Form ist fertig. Aber damit wir sie benutzen können, nehmen wir kleine Halbkreise und wickeln sie in Lebensmittelfolie ein. Naja, genau so prima. In die Form kommt etwas Öl. Alter, er sieht aus wie mein Cousin. Der hat auch keine Haare. Verteilen es an ihn. Es sieht wirklich krass, genau wie mein Cousin aus. Und kleben Backpapier. Geisteskrank.
Wir legen alles wieder an seinen Platz. Wir beginnen mit den Nüssen. Wir haben hier 20 Kilo. Wir legen sie in einen Fleischwolf. Und mahlen sie durch eine feine Platte. Das geht? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das habe ich jetzt ja noch nie gesehen. Einen Melangeur, Zucker, Kakao. Wir nehmen 1 Kilo zerkleinerte Nuss. Wir schalten den Melangeur ein und legen alles rein. Am Anfang, solange die Masse trocken ist, kann das Gerät klemmen. Deshalb helfen wir. Aber der Als hat voll, nächstes fügen wir Zucker. Der hat voll die sympathische Stimme irgendwie, oder? Und Kakaopulver hinzu. Ich feier den. Nach etwa 40 Minuten haben wir eine Schokonusspaste. Auf die Seite legen und in einen Topf alles gießen. So verwandeln wir 10 Kilo Nüsse in Paste. Fertig. Wir machen den Teig für die Waffeln. Wir schlagen 48 Eier auf. 48. 3 Kilo Zucker dazu. Für den Geruch etwas Vanillezucker. Ach du Scheiße, prima! Los, renn! Wir kommen zur Butter. Wir schneiden 1,5 Kilo ab und legen sie in einen Topf. Und auch 1 Kilo Margarine. Es kommt alles auf den Herd. Wir schmelzen es und gießen in den Behälter. Jetzt alles gut mischen. Nur noch 3 Kilo Mehl. Und jetzt den Teig kneten. Fertig. Wir nehmen einen großen Löffel und legen den Teig ins Waffeleisen. Zumachen. Und nach 3 Minuten sind sie fertig. Wir können sie rausholen. Dann nehmen wir Nusspaste und verteilen sie viel auf die Waffel. Danach kleben wir sie in die Form. Wir haben wie am Fließband gearbeitet. Und während der eine die Waffeln gebacken hat, gleich in 4 Waffeleisen, hat der zweite sie in die Form gelegt. Bis sie Ey, das mit den Waffeln ist mir noch bei Kinder Bueno gar nicht aufgefallen, dass das Waffeln sind. Voll war. Wir gehen zur Creme über. Wir öffnen flüssige Volleier. Der lebt doch in Russland, Leute. Ich habe da vorhin schon drüber nachgedacht. Also erstmal, alles sieht so russisch aus. Alle Produkte, die sie verwenden, kommen aus Russland. Dieses Haus, das ist ja so ultra teuer. Ich glaube, in Deutschland könntest du das gar nicht leisten, oder? Als so kleiner YouTuber in Anführungszeichen mit 6000 Klicks auf seinen Videos. Ich glaube tatsächlich, krass. Gießen sie in eine Schüssel. In jeder solchen Packung gibt es 20 Eier. Also er spricht so Deutsch, dass er wahrscheinlich dann aber in Deutschland groß geworden ist, oder? Weil er hat ja gar keinen Dialekt, gar nichts. Und wir haben insgesamt 10 davon. Ja, aber guck, das ist auch diese Produkte, alle russisch. Drei Kilo Mehl hinein. Und mischen das Ganze mit einem Mixer zu einer gleichen Masse. Oder das ist ein internationaler YouTuber und das ist nur der deutsche Kanal, wo einfach übersetzt wurde. Das könnte doch auch sein. Das ist nur das Verdickungs- So wie bei Mr. Beast und so. Mittel. Und wir werden die Creme in einen so großen Topf zubereiten. Wir nehmen sehr viel Milch aus dem Kühlschrank. Bruder, wie viel Milch ist das? Das ist doch locker 2-3 Kühe liegen hier drin. Öffnen Sie und gießen Sie in den Topf. Ab auf den Herd, Deckel drauf und Gas aufdrehen. Sobald die Milch warm ist, fügen wir 12 Kilo Zucker hinzu. Diese Beine, diese Füße immer dabei.
und mischen das Ganze mit einem Rührgerät. Beri, wie viel Brot hast du denn gebacken? Wir rühren weiter und gießen ganz langsam unser Verdickungsmittel rein. Zwei Kilo? Für wie viele Menschen sollte das denn sein? Wir müssen nur noch 3 Kilo Butter schmelzen, in die Creme reingießen. Hier kommen auch die restlichen zerkleinerten Nüsse. Und wir mischen ganz gut unsere Creme. Bis sie dickflüssig ist. Sie ist fertig. Wir gießen sie in die Form. Wir streichen die restliche Nusspaste auf die Waffeln und legen sie auf die Creme. Fertig. Wir legen die Form in die Gefriertruhe. Er steht selber in der Gefriertruhe drin. 2 Tage später ist alles eingefroren. Wir gehen zum nächsten Schritt über. Wir nehmen Vollmilchschokolade und legen sie in den Thermobehälter. War sehr lecker, Beagle, danke. Einschalten. Meint ihr, das rettet die Geschichte? Das heiß wird. Und unter ständigem Rühren soll die Schokolade schmelzen. Alles klar, Beagle, war sehr lecker, dankeschön. Sie ist flüssig, aber damit es noch besser auf den Riegel aufgetragen werden kann, muss man noch etwas Öl hinzufügen. Es war sehr lecker. Achtung! Dankeschön. Let's go. Und viel Spaß mit den Kleinen. Jetzt ist die Schokolade viel flüssiger. Es ist Zeit, die Form aus der Gefriertruhe zu holen. Die flüssige Schokolade kommt auf die Waffel. Scheiße. Und wird gut verteilt. Und so, bis die gesamte Oberfläche mit Schokolade bedeckt ist. Wir legen noch mehr Schokolade in die Thermoform. Wir legen eine Spannplatte oben auf den Riegel und pressen sie mit einer Folie so fest wie möglich zusammen. Wurfka. Zuerst legen wir die Form auf den Boden. Scheiße, ist es schwer. Und drehen sie auf einem mit Folie bedeckten Tisch um. Die Folie kann entfernt werden. Aber es ist cool, dass er mit seinem Vater solche Videos machen kann. Ey. Freut mich voll für ihn. Wir heben die Form vorsichtig an. Reißen das Backpapier ab. Ja, also hat nicht ganz funktioniert, oder? Entfernen die Folie um die Holzhalbkreise. Wir schrauben eine Schraube hinein und ziehen es einfach heraus. Und entfernen vollständig die Folie. Die Schokolade ist bereits geschmolzen. Deshalb nehmen wir mit einem Messbecher etwas Schokolade und gießen sie einfach über unseren Riegel. Also ich fühle das jetzt nicht so. Ich fand Kinder Country sah appetitlicher aus.
Noch eine Schicht. Und wir lassen die Schokolade einfach fest werden. Wir müssen nur noch diese dünnen Streifen mit schwarzer Schokolade machen. Wir stellen eine Schüssel in ein Wasserbad, schwarze Schokolade hinein und unter ständigem Rühren schmelzen lassen. Wir gießen die flüssige Schokolade in einen Spritzbeutel. Ein Spritzbeutel? Ja. Und dann auf unseren Riegel. Unser riesiger Kinder Bueno ist endlich fertig. Ja, krass. Ich finde, es sieht wirklich perfekt aus. So, lasst uns ein Stück abschneiden. Ja, das mit der Waffel, das checke ich halt auch nicht. Das ist doch ein Croquant oder sowas nennt man das doch. Jo, danke dir. Aber hat er gut gemacht. André, das ist Andruscha. Andruschka. Im Inneren sieht es dem echten Kinder Bueno sehr ähnlich aus. Lasst es uns probieren. Schmeckt auch sehr ähnlich. Ihr fragt euch sicher, was wir mit den restlichen Riegeln gemacht haben. Einfach in Folie gewickelt und ins Mutter-Kind-Haus geschickt. Die Kinder haben sich sehr gefreut. Vergiss bitte nicht zu liken, klickt auf... Boah, das ist sehr, sehr süß. Das ist sehr, sehr süß. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt es mir in die Kommentare. Das Originalvideo findet ihr in der Videobeschreibung, genauso auch unseren Stream. Da gibt es auch öfters Giveaways. Lasst es euch gut gehen und hasta luego.